Herzlich willkommen zu Eurobike 2024. Wir sind hier bei Ewok und der Wolfi, der wird uns mal die neuesten News von den Protektoren hier zeigen. Genau. Wir sind hier zwischen unseren Protektoren. Wir sind ganz neu 2025 mit unserer Lightshield Flex Technologie am Start. Knie- und Ellbogenprotektoren aus dem Ewok Lab. Was ist total neu dran? Das Spannende ist, dass wir diesen Protektor bei uns zu Hause selber entwickelt haben. Wir haben uns angeschaut, was es alles gibt am Markt, was ist wichtig. Wir kennen das alle. Die Protektoren verrutschen manchmal, dann hat man apropos nicht verrutschen, Wolfi, pass auf. Ja. Da muss ich ganz klar sagen, mich stört ja immer an einem Protektor, wenn der verrutscht oder wenn ich hinfalle, dann verrutscht ja in der Regel direkt das Padding. Also genau. Das Ding, was einfach am meisten Widerstand hat, verrutscht. Richtig. Habt ihr das irgendwie gelöst? Das haben wir gelöst. Wir sehen das hier. Wir nennen das Ganze den Power Flap. Das heißt, wir machen nicht den Strumpf an dem Gelenk fest, sondern wir machen den Protektor, der hier ein Stück aus dem Protektor rauskommt, machen wir gleich am Bein fest. Finde ich eine ganz schön coole Aktion. Absolut. Ich werde euch gleich noch ein paar mehr Details von dem Protektor zeigen, wie die Form ist, warum die Form so ist. Denn wir sagen immer, protect the things you love. Das gilt nicht nur für die Mitmenschen, die Natur, sondern eben auch für die Gelenke. Finde ich gut. Mega cooles Zeug. Zeig mir mal noch mehr aus dem Lab. Dann komm mal mit. Wir sehen hier unsere Protektoren in der einzelnen Baureihe hängen. Das heißt, wir reden von der Lightshield Flex Technologie. Wir haben da ein TPE, ein thermoplastisches Elastomer. Wichtig ist uns immer, dass wir maximalen Komfort haben. Wir wollen maximalen Schutz haben und das Wichtige beim Mountainbike auch, weil wir ja in unterschiedlichen Temperaturbereichen unterwegs sind. Es muss temperaturunempfindlich sein. Habe ich noch nie drüber nachgedacht tatsächlich, aber macht vollkommen Sinn. Absolut. Wenn du im Süden unterwegs bist, hast du 30 Grad. Wenn du im Winter in Deutschland unterwegs bist, hast du auch mal minus 5 Grad. Das heißt, dieser Protektor muss immer schützen, egal in welchem Temperaturbereich. Nicht ganz egal, sondern in einem Bereich, der zwischen minus 5 und plus 30 Grad liegt. Finde ich mal richtig cool, oder? Genau. Hier sehen wir die zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Das sind unsere Powerflaps, womit man den Protektor wirklich am Bein festmachen kann. Das richtet sich vor allem an die Enduro-Fahrer und Enduro-Fahrerinnen. Hier haben wir den Protektor, der diese Flaps nicht hat. Einfach, wenn man mehr pedalieren will. Wenn ich auch wahrscheinlich auch im Ellenbogen drin. Genau. Richtig. Genau, okay. Da kann man die beide verwenden. Und wenn ich einfach mehr pedalieren will, wenn ich irgendwie auf einem leichten Trail unterwegs bin, aber trotzdem mein Knie und Ellbogen schützen möchte, dann geht man eben auf den leichteren. Das waren die News zum neuen Knieschoner von Ewok. Was habt ihr noch dabei? Wir haben im Ewok Lab natürlich noch mehr gearbeitet. Da kommt in der Zukunft noch viel Spannendes, auch aus dem 3D-Druckbereich. Das zeige ich euch jetzt. Ihr kennt uns wahrscheinlich alle aus dem Bereich der Rucksäcke und hier haben wir unser neuestes Baby, den Allride 3D WP 16. Der sieht mal richtig, richtig, richtig neu aus. Das ist auch quasi die Zukunft, aber die gibt's jetzt. Ist folgendermaßen, wir haben einen 3D geprinteten Rückenteil, inkludiert mit einem wasserdichten Rucksack. Wir reden hier von dem IPX3 Wert. Das ist das erste Rucksackmodell, was diese zwei Eigenschaften kombiniert. Wolfi, ich muss mal eine Frage stellen. Diese 3D gedruckten Sachen hier, die erinnern mich so an eine Sohle von einem Sportschuhhersteller. Ist das korrekt? Absolut. Da gibt es einen Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach, der baut auch sowas Ähnliches und mit drei dem Streifen arbeiten wir zusammen. Könnte sein. Könnte sein, kein Puma. Weiß ich nicht. Wir haben wasserdichte Reißverschlüsse. Wir haben natürlich immer auch noch ein Helmfach und wir haben einen sehr, sehr leichten Rucksack in Summe. Die 3D-Pads sitzen so am Rücken, wie man das ergonomisch von den Ewok-Rucksäcken kennt. Wir wollten dort keine Abstriche machen. Wir haben gesagt, das muss auf jeden Fall diesen Ansprüchen genügen. Und damit sind wir sehr gut gefahren. Wir haben lange getestet. Wir haben die Dämpfungseigenschaften immer wieder verändert, sodass wir dann sagen konnten, okay, so muss am Ende das Material sein. Verstellmöglichkeit für unterschiedliche Rückenlängen hat er keine? Nee, soweit nicht. Gibt es aktuell nur in dieser einen Größe? Genau. Wir sind hier, wie gesagt, im Ewok Lab unterwegs. Das wird die Zukunft sein. Und wir haben jetzt einen Rucksack zur Serienreife gebracht. Und das ist dieser Allride. Preislich. Kannst du schon eine Zahl nennen? Oder ist das so, dass du sagst, kostet ein bisschen mehr als die Rucksäcke, die wir bisher haben und gut? Das ist wahrscheinlich so. Also wer in der Zukunft dabei sein will, der muss das natürlich auch irgendwie berücksichtigen. Wir werden mit dem Rucksack bei 300 Euro im VK liegen. Frage noch von mir als E-Mountainbike-Nutzer. Gibt es das Teil mit einem Akkufach?
Nein, gibt's nicht. Dafür braucht man immer einen Rückenprotektor, sonst hat man kein TÜV-Zertifikat und dieser Rucksack kommt ohne Rückenprotektor. Ah, okay, verstehe. Also, super spannendes Teil. Ich sag mal ganz salopp, ein richtig, richtig neuer Rucksack von Evoque. Wolfi, gibt es noch irgendwas anderes, was ihr Neues habt? Wir haben ja jetzt viel über Zukunft gesprochen und die Zukunft sind nicht nur Produkte und Technologien, sondern eben auch Kinder. Weil Kinder nicht nur Süßigkeiten wollen, so wie ich, brauchen wir natürlich auch eine Taschenkollektion, die irgendwie für Kinder gebaut ist. Ganz wichtig, der Joyride und das Hippack Kids sind so gebaut, dass sie Kinder passen, dass die an den Rücken passen, weil ja Kinder einfach kleiner sind. Joyride 4, ein wirklich kleiner, geschmeidiger Rucksack, womit man mit einem Kind auf jeden Fall auf die Trails gehen kann. Genauso das Hippack Kids, was einfach für die Taille von einem Kind gebaut ist. Würde uns beiden jetzt nicht passen wahrscheinlich. Nicht ganz, dafür sind wir dann doch etwas zu stabil gebaut. Was spannend ist, wir haben natürlich auch noch wir haben mit der Protection Wear angefangen und wir haben hier natürlich auch die Protection für die Kids. Ich finde das ganz schön spannend, was Evoque hier hat. Wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt zu den neuen Produkten, wie dem ganzen 3D-gedruckten Zeug, den Knieprotektoren, den coolen Rucksäcken mit den Polstern, die bei Schuhen inspiriert worden sind, dann postet es hier in die Kommentare. Wir werden das Ganze beantworten, weil wir haben einen ziemlich kurzen Draht zu Evoque. Also wenn ihr Fragen habt, die wir nicht direkt beantworten können, dann stellen wir die Evoque und dann können wir es beantworten. Lasst ein Like da. Das war's mit unserem Video vom Evoque-Stand auf der Eurobike 2024.